Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Review der Canon EOS 90D und der vielleicht besten Kamera für YouTuber, Content Creator und Filmmaker, die vor allem sich selber filmen. Ich bin Moses von Moses Film, mache hier auf YouTube diese Technikvideos genauso wie Vlogs, deswegen abonniert auf jeden Fall gerne diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt geht's los mit dem Video mit unserem neuen Intro in 1, 2, 3, 4. Erwischt, ihr schlingelt, achte nicht 10 bis 3, gell? Let's go! Warum bin ich heute eigentlich so schön angezogen? Ich komme hier direkt von einem Business Meeting, kann jetzt sagen, ich bin einer von den important persons, very important persons. Bin ich absolut nicht. Ja, schon viel besser. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos, die Canon 90D. Nein, das ist sie nicht. Sie filmt nämlich gerade. Alles, was ihr heute in diesem Video seht, ist einzig und allein mit der Canon 90D aufgenommen. Egal ob das hier oder irgendwelche Zwischenschnitte, die ich reinschneide, damit ihr Videomaterial von der Kamera seht. Also wie gesagt, ich filme gerade damit, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie es aussieht, wie gut der Autofokus funktioniert etc. Dieses Review ist wie gesagt für Filmemacher, für YouTuber, für Content Creator, die sich eine Kamera suchen, beziehungsweise für alle, die daran interessiert sind und dass sich denken, was ist die perfekte YouTube-Kamera. Das heißt, wir werden viel über die Video-Features reden und nicht so viel über die Fotofunktionalität, obwohl sie da auch sehr punktet. Vor allem auch, da es dazu schon wirklich viele Videos auf YouTube gibt. Und ich weiß, ich rede schon ewig lang um den heißen Brei herum, aber eins möchte ich noch sagen, dieses Video ist nicht gesponsert von irgendwem, von Canon oder von irgendwem anderen. Ich habe mir die Kamera selber gekauft, habe sie selber ausgiebig getestet über die letzten Monate, um mir eine Meinung zu machen. Und ihr seht auch meine letzten Vlogs, die sind alle mit der Canon 90D gefilmt, die könnt ihr euch nach diesem Video anschauen, aber über Vlogs und was diese Kamera so für Content Creator kann, darum geht es ja jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ihr wisst, ich bin kein Fan von trockenen, langweiligen Spezifikationen, die man sich auch auf jeder anderen Website durchlesen will. Aber nur damit wir uns alle so ein bisschen auskennen, werde ich jetzt so die Hauptvideo-Features mal versuchen rüberzubringen, damit man ungefähr weiß, was diese Kamera so kann und was sie nicht kann. Diese Kamera hat einen APS-C-Sensor, das heißt kleiner als Vollformat, aber größer zum Beispiel als Micro Four Thirds oder 1 Zoll. Wenn man von Vollformat, also Kleinbild, ja, voll confusing, ich weiß, ist beides das gleiche, die gleiche Sensorgröße. Also wenn man von Vollformat ausgeht, dann hat man einen 1,6-fachen Crop. Was allerdings normal ist, ist eine ganz normale APS-C-Kamera von Canon. Canon hat für diese Sensorgröße und dieses Bajonett unendlich viele extrem gute und vor allem auch ziemlich vergleichsweise günstige Objektive. Und natürlich kann man auch die Vollformat-Objektive dran schrauben, hat dann aber wie gesagt diesen 1,6-fachen Crop-Faktor. Man kann sich dann aber ganz einfach die Brennweite ausrechnen. Wenn ihr zum Beispiel ein 24mm Vollformat-Objektiv auf euren Crop-Sensor, auf euren APS-C-Sensor drauf baut, dann könnt ihr diese 24mm mal 1,6 nehmen und dann kommt raus 38mm und das ist dann quasi eure äquivalente Brennweite. Der genannte APS-C-Sensor hat eine Pixeldichte von 32,5 Megapixel und das ist für diese Sensorgröße ein neuer Rekord. Heißt, wenn ihr Fotos macht, dann könnt ihr die riesig groß ausdrucken oder man kann dann bei der Nachbearbeitung noch weiter ins Bild reinzoomen. Ihr habt grundsätzlich einfach ziemlich viele Megapixel. Für Canon ist das auch die erste APS-C-Kamera, die 4K-Video ohne Crop-Faktor aufnimmt. Aber Moses, was ist ein Crop-Faktor? Stellt euch den Sensor vor und da wird jetzt reingeschnitten. Das heißt, ihr habt grundsätzlich ein kleineres Bild und nützt weniger von eurer Sensorfläche aus und könnt dadurch dann zwar 4K aufnehmen, ist aber halt nicht so geil. Diese Kamera, die Canon 90D, nimmt mit dem ganzen Sensor 4K Videos auf und hat dabei auch Dual-Pixel-Autofokus. Das heißt, das kontinuierliche Autofokus-System von Canon mit Gesichtserkennung etc., was sehr gut ist. Und das gab es bei Canon in APS-C-Kameras bis jetzt auch noch nicht. Das heißt, das ist die erste Canon APS-C-Kamera, die 4K-Video mit dem ganzen Sensor und Dual-Pixel-Autofokus aufnehmen kann. Und das ist schon ziemlich nice. 4K könnt ihr übrigens aufnehmen in 24 Bildern, 25 Bildern und 30 Bildern pro Sekunde. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, in den Sensor reinzuschneiden und trotzdem noch 4K aufzunehmen. Falls euer Zoom-Objektiv mal nicht nah genug ranzoomt, könnt ihr das einfach in der Kamera machen und einen kleineren Ausschnitt vom Sensor nehmen und seid dann quasi noch näher dran. Dasselbe geht natürlich auch in Full HD, wo ihr noch ein paar mehr Frame Rate Options habt. Da habt ihr wie gesagt 24, 25, 30 Bilder pro Sekunde, 50 Bilder pro Sekunde und 60 Bilder pro Sekunde mit Autofokus und Audioaufnahme. Und dann gibt es noch 100 bzw. 120 Bilder pro Sekunde für die richtig geilen Zeitlupenaufnahmen,
Allerdings fällt da leider der Autofokus und die Audioaufnahme weg, was wirklich schade ist, vor allem da ich es gerade gesagt habe, dass Canons Autofokus-System so extrem gut ist. Das heißt jetzt nicht, dass man es überhaupt nicht verwenden kann. Bevor man nämlich die Aufnahme startet, hat man schon die Möglichkeit, den Autofokus zu verwenden, also fokussieren und dann die Aufnahme starten. Man hat nur dann, während man Zeitlupe aufnimmt, nicht mehr diesen kontinuierlichen Autofokus, der schon wirklich praktisch ist. Allerdings bin ich beim Filmen und Benutzen in den letzten Monaten drauf gekommen, dass ich tatsächlich, wenn ich Zeitlupenaufnahmen mache, meistens gestellte Szenen habe, wo ich nur die Kamera nach links oder nach rechts bewege, wo ich nicht die ganze Zeit einen kontinuierlichen Autofokus brauche und vor allem, da die dann fünfmal langsamer sind als das, was wir in Wirklichkeit sehen, mache ich auch keine 5 Minuten Schwenks mit meiner Kamera, sondern eher kürzere Abschnitte, die dann eh viel länger sind. Das heißt, so viel kontinuierlichen Autofokus brauche ich nicht, aber das ist meine persönliche Meinung und ich fände es natürlich trotzdem wirklich, wirklich nice, wenn er da wäre in 120 bzw. 100 Bildern pro Sekunde in Full HD. Also, dass die Kamera 24 Bilder pro Sekunde in Full HD und 4K aufnehmen kann, ist tatsächlich etwas, worüber man sich freuen sollte, denn als sie neu rauskam, konnte sie nur 25 und 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Da hinten fährt unser Staubsaugroboter und der ist so laut. Die 24 Bilder pro Sekunde wurden erst mit Software-Update hinzugefügt, nachdem sich irgendwie alle Käufer der Canon 90D, die irgendwas mit Videos zu tun hatten, aufgeregt haben, dass es die Option nicht gibt, 24 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Der Bildsensor, über den wir vorhin schon geredet haben, hat leider keine Stabilisierung. Im Videomodus gibt es aber die Möglichkeit, eine digitale Stabilisierung zu verwenden. Sozusagen wie wenn ihr im Schnittprogramm euer Clip stabilisiert, nur dass das schon in der Kamera beim Aufnehmen funktioniert und angepasst ist auf das Objektiv, das ihr gerade verwendet. Man kann sogar in der Kamera in 3 Stufen wählen, wie stark die Stabilisierung funktionieren soll. Ich habe es meistens auf der leichtesten Stufe, weil es schon einen Unterschied macht, nur wenn alles so extrem stabilisiert ist, gefällt mir das nicht wirklich. Und man verliert an den äußersten Rändern ein bisschen Videomaterial durch die Stabilisierung. Es ist zwar ein bisschen traurig, dass der Sensor im Gehäuse nicht stabilisiert ist, aber hey, es ist eine DSLR-Kamera, da ist das ziemlich schwer umzusetzen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte ja davor die Sony Alpha 7 Mark III, eine Vollformatkamera, und diese Kamera hatte IBIS, also einen stabilisierten Sensor, und der hat lang nicht so gut funktioniert wie die digitale Stabilisierung in der Canon 90D. Wo wir schon beim Thema DSLR und Sony Alpha 7 Mark III sind, ist es überhaupt noch zeitgemäß, sich so eine fette Spiegelreflexkamera zu kaufen, wenn die Zukunft eigentlich in mirrorless, also spiegellose Kameras geht? Und meiner Meinung nach, nein. Und ich denke auch nicht, dass Spiegelreflexkameras auf Dauer noch sehr lange überleben werden. Nur ich nehme mal eine Sache vorweg. Leute kaufen sich Canon nicht, weil sie die besten Kameras machen oder weil sie die besten Specs haben. Leute kaufen sich Canon, weil Canon einfach zu verwenden ist, immer funktioniert und man keine ganze Crew braucht, damit man diese Kamera zum Laufen kriegt und ein gutes Bild rausbekommt, sondern weil sie einfach zu verwenden ist und das auch noch Spaß macht beim Verwenden. Und da gehören natürlich viele Faktoren dazu, wie zum Beispiel, wie sehen die Farben aus, die direkt aus der Kamera kommen, bei Canon nämlich deutlich besser als bei fast allen anderen Herstellern. Wie gut funktioniert der Autofokus? Und genau deswegen habe ich mir auch die Canon 90D geholt, weil es ein gutes Gesamtpaket ist, mit dem es einfach Spaß macht und einfach ist, gute Videos und Fotos zu machen. Und dazu gehört, wie gerade gesagt, ein Haufen von Faktoren wie guter Autofokus. Ich hatte davor die Fuji X-T3, der Autofokus war nicht besonders gut. Die Kamera war perfekt, aber der Autofokus war nicht gut genug. Ihr könnt euch hier oben mein Review dazu anschauen. Zu einer guten Kamera mit guter Benutzerfreundlichkeit gehört dann auch dazu ein guter Bildschirm mit Touch zum Ausklappen. Das hat alles die Canon 90D und das hatte weder die Fuji noch die Sony, die ich davor hatte. Und das macht alles so viel einfacher, wenn ich einfach herschauen kann, sehe, die Box ist um mein Gesicht, das heißt, ich bin im Fokus, ich sehe, ich bin im Bild. Es klingt jetzt wirklich lächerlich, aber es macht alles so viel einfacher. Und noch ein letzter Punkt zur Handhabung, den die meisten wahrscheinlich nicht so finden wie ich, aber ich finde diese große Größe, dadurch, dass es eine Spiegelreflexkamera ist, liegt sie perfekt in meinen Händen. Der Griff ist tief und groß, meine ganze Hand passt da drauf, mein kleiner Finger bleibt nicht unten irgendwo hängen und mit meinem Lieblingsobjektiv, das gerade auch filmt, dem 7x18-35 Blende 1.8 durchgehend, mit diesem Objektiv zusammen ist die Kamera einfach sehr gut ausstabilisiert. Und wenn die Kamera kleiner wäre, dann wäre das Objektiv nach vorne hin einfach zu schwer und das wäre auch nicht gut. Und das macht auch wirklich einen Unterschied, weil meine Sony hatte ich zum Beispiel immer in meinem Rucksack, weil sie einen kleinen, unhandlichen, eckigen, unbequemen Griff hatte und ich wollte sie nicht mal so tragen. Ich habe sie lieber eingesteckt und sie deswegen auch kaum rausgenommen.
deswegen kaum gefilmt oder Fotos gemacht. Das ist halt mit der Canon anders, weil die halte ich gern in der Hand und mit der laufe ich auch gern so rum. Einfach weil sie angenehm in der Hand liegt. Und ich verstehe schon, dass große Kameras nicht für jeden was sind. Und wenn ich so rumlaufe mit einer fetten Kamera, denken auch alle, ich bin deppert. Aber man sieht halt schon einen Qualitätsunterschied. Zur Benutzerfreundlichkeit kann ich nur sagen, das ist ein Punkt, der wird sehr oft unterschätzt beim Kamerakauf. Und der ist bei der Canon 90D einfach top. Klappbildschirm, guter Autofokus, liegt gut in der Hand, hat wirklich Funktionsknöpfe, die belegt werden können für alles. Man gewöhnt sich super schnell daran und wenn man sich mal an dieses gute Button-Layout gewöhnt hat, dann will man nie wieder zu einem anderen System, weil man einfach schon blind die Kamera einstellen kann. Und ich hatte eine 80D, habe die dann verkauft, bin zu Sony gegangen und hatte nie dieses Gefühl, dass ich wirklich die Kontrolle über die Kamera hatte und wusste, wie alles funktioniert. Jetzt habe ich ziemlich lange über Usability geredet. Reden wir noch kurz über Log. Diese Kamera hat kein Log-Profil, wie zum Beispiel die EOS R. Es gibt ein neutrales Farbprofil, das kann man ein bisschen graden, aber es ist lang nicht so gut wie Canon C-Log. Man kann sich gratis runterladen Technicolor CineStyle, das ist ein noch flacheres Profil. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber es wäre halt wirklich schön gewesen, wenn C-Log implementiert wäre. Okay, kommen wir zum letzten Punkt, nämlich Streaming. Aber Moses, wie kommst du jetzt auf Streaming? Naja, ganz einfach. Die meisten DSLR-Kameras hatten bis jetzt nicht die Möglichkeit, über HDMI einen cleanen Output zu geben. Das heißt, wenn ihr das Bildsignal über HDMI rausgeschossen habt an eurem PC, um es dann zum Beispiel in OBS-Streaming-Software, keine Ahnung, zu verwenden, dann hattet ihr oben drin Recording, da eure Batterielaufzeit und eure Einstellungen und alles. Das heißt, ihr konntet diese Kameraelemente nicht ausblenden, was zum Streamen ja natürlich extrem nervig ist. Die Canon 90D ist die erste Spiegelreflexkamera, von der ich zumindest weiß, vielleicht gab es davor auch schon eine, aber die meisten konnten das nicht. Aber die Canon 90D hat einen cleanen HDMI-Output. Das heißt, ihr könnt das Video, was rauskommt, direkt in eure Streaming-Software hauen und habt dann quasi eine Facecam mit echt Orga-Qualität und das geht in 4K und Full HD. Das heißt, dafür ist sie wirklich, wirklich geeignet. Das war halt bis jetzt so ein Ding, wozu man eine Webcam, ein Camcorder oder eine spiellose Kamera braucht. Jetzt geht das auch mit einer Spiegelreflexkamera. Finde ich nice. Gut, ich glaube, ich habe jetzt schon wirklich lang geredet. Die Videoeinspielung, das heißt die B-Roll-Sequenzen, die ihr gesehen habt, waren alle mit der Canon 90D aufgenommen. Ich möchte jetzt nochmal kurz ein paar Pros und Cons auflisten, weil es ist ja nicht immer alles gut. Ich habe das meiste davon eh schon gesagt, aber ich würde mal mit den negativen Aspekten anfangen. Nämlich erstens, dass es kein Autofokus in 120 bzw. 100 Bildern pro Sekunde in Full HD gibt. Dass es kein Log-Profil gibt. Und eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, es gibt keinen USB-C-Anschluss. Es ist 2020. Jedes Teil sollte Apple. Das sind die einzigen Idioten, die es sich leisten können, keinen USB-C-Anschluss anzubauen. Aber selbst bei Apple, die lachen schon alle aus. Fuji schafft es, USB-C einzubauen. Sony schafft es, USB-C einzubauen. Warum schafft es Canon nicht? Man muss de facto immer den Akku rausnehmen in die Ladestation. Wir könnten auch über Micro-USB aufladen, aber das dauert dann ein halbes Jahr. Also, und man kann auch nicht so einfach wie bei Sony, Fujifilm oder Panasonic einfach ein USB-C-Kabel an den PC stecken und die Files rüber kopieren. Das geht dann über Micro-USB, da braucht man eine Software von Canon. Alles nicht so einfach. Wäre schön gewesen, wenn USB-C dabei gewesen wäre zum Laden und zur Datenübertragung. Kommen wir jetzt aber zu dem positiven Punkt, dass wir mit etwas Positivem abschließen können. Canon 90D ist eine Premiere für Canon, was 4K-Videos vom vollen Bildsensor angeht und dabei sogar noch mit Dual-Pixel-Autofokus. Das ist ein großes Plus. Apropos Autofokus, meiner Meinung nach kommt kein anderes System, kein anderer Hersteller mit dem Autofokus an die Präzision und die Zielgenauigkeit. Und ich liebe einfach Canon Autofokus. Der Autofokus von der Sony war auch ziemlich gut, ist ziemlich nah dran gekommen an den Canon Autofokus, aber immer noch nicht ganz. Canon ist einfach... Canon ist halt einfach Canon. Was willst du gegen Canons Autofokus machen? Da kamen irgendwann ein paar Aliens und haben Canon irgendeine Autofokus-Technologie gegeben und niemand anderer schafft es, so gut zu werden. Wie schon angesprochen, das Mount-System, also das Objektiv-Bajonett, wo ihr eure Objektive dran schraubt, das ist der EFS-Mount. Da könnt ihr EFS, also Canon APS-C-Objektive und EF, also Canon Vollformat-Objektive, dran schrauben und damit habt ihr einfach nicht nur eine riesige Auswahl, die größte Auswahl an Objektiven, sondern auch extrem viele, extrem günstige und gute Optionen. Ich habe es schon gesagt, aber der Klappbildschirm ist für mich einfach ein Highlight. Es macht eine Kamera meiner Meinung nach so viel besser, wenn man sich selber filmt, wenn man irgendwas mit Content Creation oder YouTube oder irgend sowas am Hut hat, dann ist ein Klappbildschirm einfach ein Muss eigentlich. Der Akku dieser Kamera ist extrem gut, vor allem im Vergleich zu Fujifilm, die ich davor hatte. Er wurde von der 80D zur 90D nochmal optimiert und man kann jetzt, keine Ahnung,
stundenlang 4K durchfilmen. Ich glaube sogar irgendwas von 900 Bildern mit einer Akkuladung, also surreale Zahlen hier. Und als letztes natürlich, wenn ihr euch diese Kamera kauft mit Video, dann habt ihr natürlich auch eine Fotomaschine, weil diese Kamera 32,5 Megapixel APS-C Sensor mit diesen nice Objektiven, wie schon vorher gesagt, ihr bekommt damit einfach auch extrem gute Fotos hin, weil das ja eigentlich als Natur-Wildlife-Kamera verkauft wird. Also hey, was gibt's Niceres als eine professionelle Foto- und Videokamera, die allen Ansprüchen gerecht wird, bis auf Full HD 120 Bilder pro Sekunde mit Autofokus, aber ich meine, hey. Irgendwem kann man es immer nicht recht machen. Wenn ihr jetzt Interesse dran habt, den Preis abchecken wollt oder euch vielleicht sogar eine besorgen wollt, schaut in die Beschreibung. Da habe ich Links zur Canon 90D platziert, auch zum 7-18-35 und dem 50mm 1.4, das ich verwende. Einfach zu meinem ganzen Equipment. Diese Links werden upgedatet, damit ihr immer die neuesten Preise seht. Könnt ihr mal vorbeischauen. Wenn ihr dort was kauft, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass ihr mehr zahlt. Ja, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, was diese Kamera angeht, wenn ihr spezifische Fragen habt, wie viele Bilder kann ich pro Sekunde mit einer UFS-2 Speicherkarte machen, schreibt die einfach in die Kommentare. Wenn ihr noch genauere Videos zu einem bestimmten Feature sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, freut mich immer sehr. Und auch wenn ihr euch denkt, was ist das eigentlich für eine Scheißkamera, wie kann ein 2020 noch eine Canon verwenden, schreibt es mir in die Kommentare, ich freue mich mit euch zu schreiben. Und jetzt könnt ihr euch hier noch zwei weitere Videos anschauen, hier meinen Kanal abonnieren, was mich mega freuen würde und mir richtig weiterhelfen würde. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, macht es gut.